Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist meine Belohnung, Belebersamen, wie versprochen. Okay, wir haben einen Belebersamen bekommen. Und ein Item Top-Elixier, das ist ja super. So, was haben wir hier? 10 Georock-Brox, das ist auch schön. Und 5 Ritterpunkte. So, was gibst du uns noch? Noch ein Belebersamen. Ich sollte echt mal ein bisschen häufiger auf die Belohnungen schauen, bevor ich die Jobs annehme. Jetzt haben wir 2 Belebersamen bekommen. Das ist richtig, richtig gut. Von denen kann man nie genug haben. Träume ich? Schon wieder? Da ist wieder dieses Pokémon. Wie? Spricht da jemand zu mir? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Alles wackelt. Ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber unheimlich echt an. Am nächsten Morgen. Hallo? Hallo, bist du Kilian? Nicht wahr? Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Diktri. Letzte Nacht während des Erdbebens wurde mein Kind Dikta angegriffen. Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Ich kann nicht so hoch klettern. Es ist unmöglich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Kilian. Dikta wurde von einem Pokémon namens Panzereron entführt. Ein übler und durchtriebener Schuft. Bitte sei vorsichtig. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich muss jetzt gehen. Das ging so schnell, ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Dumm gelaufen. Na dann mal los. Guten Morgen, Kilian. Huch, man hat dich gefragt, ob du einen Rettungsjob annehmen würdest? Ja. Mein Kind Dikta wurde entführt. Es wurde zum Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. In Ordnung. Dann mal los. So. Eine Sache möchte ich hier noch. Wir haben ja hier noch die Pokémon-Zeitung im Briefkasten. Die lesen wir uns doch nochmal schön durch. Willkommen im Retterteam. Die lesen wir doch mal. An alle neuen Mitglieder, wenn du ein Pokémon gerettet hast, kannst du es mit einem Retterorden in die Stadt senden. Wenn du Rettungsjobs erfolgreich beendest, erhältst du Punkte, die den Rang deines Teams steigern. Versuche nun den Bronzerang zu erreichen. Die Pokémon-Rettungsorganisation. So, die wollen mal lagern, dann ist das auch, dann ist der Briefkasten auch wieder leer. So. Dann, ach ja, bevor wir irgendwas machen, schauen wir mal, was hast du denn heute... Ach, ich hab keinen Platz für Items. Okay. Dann müssen wir doch erstmal zu Kangama gehen. So. Ach Gott, jetzt sind die Georock-Blocks schon wieder so übereinander gestapelt. Dann lagern wir die halt erstmal ein. Ich brauche nur eine Amrena-Beere, nicht 4. Fragia-Beere ist eine. Ich brauche 2 Siedelbeeren, Belebersamen will ich mir aufheben. Und die lassen wir auch mal alle hier. Jetzt würde ich gerne noch was mitnehmen. Nämlich alle 16 Georock-Brocks. Dann haben wir die nämlich jetzt auf einem Stapel. So. Jetzt zeig doch mal, was du hast. Er hätte einen Belebersamen im Angebot. Da holen wir uns doch ein bisschen Geld. So, ich habe 38 dabei. Das heißt, ich brauche 762.
Lebersamen sind zwar hier richtig teuer, aber die sind es, das ist es mir immer wieder wert. So. Kangama, dann kriegst du hier noch einen weiteren Belebersamen. So, Geld haben wir abgeliefert. Da wir eine Hauptstory-Mission haben, müssen wir uns keine Jobs holen. Wir haben ja schließlich unseren Job am Stahlberg und da gehen wir jetzt hin. Wir sind da, am Stahlberg. Dicta wurde also zum Gipfel verschleppt. Stimmt. Der Gipfel ist auf E9. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Gehen wir. Stahlberg, E1. Ja, wenn die Treppe uns schon direkt vor der Nase kommt, dann nehme ich die jetzt auch mit. Ab hier höre ich das großflächige Erkunden mal ein bisschen auf. Weil ab hier sind die Dungeons lang genug, dass ich mir nicht unbedingt die ganze Zeit Sorgen um meine Attackenpunkte oder meinen Magen machen muss. Ach Gott, das darfst du mal machen. Moment, wie war das nochmal? Ach, immer die falsche Taste erwische ich. Hier war's. Gerade mit Lehmschelle muss er angreifen. Hm. Moment mal. Wie war das nochmal? R ist die Taste, wenn ich... Oder war das die? Nee. Ja, hier. So. Habe ich sie an zweiter Stelle. So. Machen wir das Ganze doch gleich nochmal. So, hier ist nix. Da haben wir noch eine Stinelbeere. Können wir ja immer brauchen. Haben wir zwar bis jetzt noch nicht gebraucht. Aber wer weiß, wann... Oh Gott, sind hier viele. Schön einer nach dem anderen. So, erstmal den hier weg. Dann machen wir das Zickzack hier auch noch weg. So, haben wir das zumindest gelöst. Was haben wir hier? Ein Plosivsamen. Will ich nicht unbedingt mit Elektroattacken angreifen. Hat zwar hier in diesem Spiel Wirkung, aber relativ wenig. Aber ich habe als Elektro-Pokémon genau einen Feind und das sind Boden-Pokémon. Und die muss, mit denen muss ich schon vorsichtig sein. Donnerschock sehr effektiv trifft, dann ist er mittlerweile schon ganz schön stark.
dass ich einfach mal so viel weniger Schaden kriege als mein Hydro-Pi-Partner. Sind meine Verteidigungswerte eigentlich so viel besser? Ich habe 18 Spezialverteidigung. Was hat Chrissy? Der hat 14, okay. Das sind 4 Punkte Unterschied. Da. Ja, dass das dann gleich so viel ausmacht, das ist immer so, diese Mystery Dungeon Sache. Der Chris hier auf jeden Fall mal wieder ein bisschen regenerieren. Der hat ja schließlich einen Haufen KP gelassen im letzten Kampf mit dem Popanz. Und wenn ich es mir so recht überlege, wäre es vielleicht gar nicht so ungeschickt gewesen, Top-Elixier mit in den Dungeon zu nehmen. So, hier gibt es nichts. Okay, der macht Geduld. Und warten wir die halt einfach ab. Hier geht's auch nur wieder in den großen Raum. Ein Kleinstein. Das darf Chrissy mal machen. Und er erreicht Level 10 und er lernt die Aquaknarre. Das ist sehr schön. Na gut, dann müssen wir halt einen Rabaut. So, ich habe schon wieder keine Attackenpunkte mehr auf den Donnerschock. Das ist schade. Heuler mal gleich wieder neutralisieren. Und da hauen wir doch lieber mal ab, bevor die bei uns sind. Gar nichts mehr hilft. Ach Gott, wie war das nochmal? Ach ja, stimmt. Die sind ja nicht mehr fixiert, weil ich die ja mal ganz kurz abgewählt habe. Werfen wir halt mit Steinen. Level 12. So. Liegt wieder eine Menge Geld rum. Das schlafende Stuhlnun hier weckt mir jetzt mal nicht auf. Was ist hier? Oh, ein Weißgummi. Das ist sehr schön. Gummibonbons sind sehr, sehr nützlich. So. Dann. Ach, dass der immer daneben hauen muss damit. So, jetzt habe ich auch keine Rockzuckhiebe mehr.
Ups, das wollte ich jetzt nicht. Okay, muss ich mir mal merken für die Zukunft. Auf jeden Fall mal Top-Elixiere mitnehmen. Ein Wirbelorb. Der Magen knurrt. Na gut, nachdem wir eh gleich an unserem Ziel sind. Was haben wir hier? Ein Plosivsamen, das ist sehr schön. Okay, passt. So, wo ist jetzt diese blöde Treppe? Schwindelig vor Hunger, ist mir egal, wir sind am Ziel. Stahlberg, E9. Sieh mal, Kiden, da drüben ist Dick da. Hey, geht es dir gut? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Hey, ihr da, was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dick da zu retten. Panzer Aeron, hör auf, lass Dick da gehen. Wie könnt ihr es wagen? Es ist alles ihre Schuld. Seit Tagen mache ich kein Auge zu wegen dieser schrecklichen Erdbeben. Jede Nacht rumort die Erde. Und das alles kommt nur, weil diese Rabauken wie die Wahnsinnigen unter Erde rumtouren. Hey, das stimmt nicht. Klar, in letzter Zeit gab es einige Erdbeben, aber dazu gehört mehr als Dick das Familie, die unter der Erde herumrumort. Das löst kein Erdbeben aus. Seid still! Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos. Panzer Aeron ist zu aufgebracht. Er hört uns nicht zu. Wir müssen wohl kämpfen. Jo. So. Das wird lustig mit sehr, sehr wenig Attackenpunkten. Allerdings kann ich dem Chrissy doch mal sagen, dass du hier bitte Lehmschelle und Tackle sein lassen sollst und bitte nur Aquaknarre benutzt. Ja, wenn wir hier schon dabei sind, den machst du bitte mal an, dann weiß ich auch, dass du auf jeden Fall nur solche Attacken benutzt. Ich versuche den mal in der Zwischenzeit zu paralysieren. Oh, das hat doch super geklappt. So, dann wollen wir doch mal das hier machen. Oh, das war's schon. Ich schaffe es nicht. Ich werde mich lieber erstmal zurückziehen. Hallo, du da. Wir haben Panzer Aeron verscheucht. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Du kannst herunterkommen. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Einen Moment. Wow. Wow, sieh dir diesen Abgrund an. Der Boden ist nicht erkennbar. Okay, was machen wir jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Bzz, bzz. Oh, hallo. Ihr seid die Magnetilo, die wir gerettet haben. Wir haben hiervon erfahren. Wir retten Dick da aus der Luft. Bzz, bzz. Halt dich an uns fest. Bzz, bzz. Keine Angst. Wir werden dich nicht versehentlich elektrisieren. Bzz, bzz. Als ob das ein Diktator interessieren würde, der hat einen Bodentyp. Oh, ich hatte solche Angst. Vielleicht, weil es dort so weit oben war. Meine Füße fühlten sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Er hat Füße. Du bist nun in Sicherheit und das ist es, was zählt. Ja, vielen Dank. Oh, du bist gerettet. Hurra, hurra! Huch, was war das denn? Höre ich etwas Stimmen? Hups, ihr könnt mich nicht sehen. Wie unhöflich von mir.
Hallo, gestatten, Diktri. Oh, Papa. Dikta, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Geht es dir gut? Ja, ich hatte Angst, aber es ist alles gut. Und alles dank Kilian und diesem Team. Vielen Dank für alles, ihr seid Helden. Dein Dank gebührt unseren Freunden Magnetilo. Allein hätten wir das niemals geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Nein, nein, was hätten wir denn tun sollen? Und da unsere entwickelten Formen beide aus dreien bestehen, fühle ich mich mit euch verbunden. Pokémon müssen sich schließlich gegenseitig helfen. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt gehen, Kilian. Chrissy, vielen Dank. Lebt wohl. Wir kriegen 500 Poké zur Belohnung. Außerdem einen Piersiv-Schal und ein Ginseng. Das ist sehr schön. Wir werden auch gehen. Oh, wartet, lauft nicht weg. Was gibt es? Möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Genau. Ohne euch hätten wir unseren letzten Job nicht erfolgreich abschließen können, Magnetilo. Ich denke, dass wir in Zukunft eure Hilfe bestimmt gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Kilian? Ja, je mehr, desto besser. Und, was sagt ihr? Tretet ihr unserem Retterteam bei? Retterteam, das klingt gut. Bzz, bzz, bzz. Aber wenn ihr uns für Rettungsmissionen benötigt, müssen wir in der Nähe leben, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es in der Nähe ein passendes Areal für uns? Naja. Oh, also nicht. Zu schade. Leider können wir euch nicht begleiten. Bis dann. Bzz, bzz. Das ist wirklich schade. Ich glaube, wir müssen Orte finden, an denen Pokémon leben können, wenn wir Teampartner haben wollen. Ich habe eine Idee. Lass uns morgen zum Pokémon-Platz gehen. Dort gibt es einen interessanten Laden, der sich Knuddelluft-Club nennt. Als wir letztes Mal am Platz waren, war er geschlossen. Aber morgen sollte er eigentlich geöffnet sein. Er befindet sich gleich neben der Snobilikat-Bank. Knuddelluft ist eigentlich jeden Tag dort. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Das machen wir morgen sofort. Wir gehen zum Pokémon-Platz. Und dann wollen wir doch wieder speichern.